den Plan. Wir fangen an mit dem Essensplan von dieser Woche. Und weil sich am Wochenende beschwert wurde, dass wir ohne den werten Ehemann Pizza gegessen haben, gibt es heute nochmal Pizza. Selbstgemachte natürlich. Den Teig muss ich gleich noch machen. So, und dann gibt es diese Woche noch scharfe Paprika mit Hackbällchen und Reis. Dann koche ich Gulasch, Rindergulasch. Habe ich vor, mit Nudeln zu kochen. Dann wollen wir eine Gemüsepfanne essen. Dann einen Kartoffelauflauf. Dann wollen wir Sandwiches machen im Kontaktgrill. Und dann soll es noch Chinakohl-Hackpfanne geben. Genau, wahrscheinlich werde ich da noch ein paar Kartoffeln reinmachen, damit so ein paar Carbs drin sind. Genau, so. Ansonsten war ich heute beim Lidl und beim Rewe. Tatsächlich ist aber beim Rewe gar nicht so viel mitgekommen. Eigentlich nur der Standard, den ich da gekauft habe. Und es sind auch nur 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 Produkte. Also eigentlich, naja, gut. Wir fangen an mit dem ganz üblichen, und zwar Speisequark. 4-mal haben wir den mitgenommen. Dann ist auch wieder der Ofenkäse mitgekommen, den wir immer kaufen. Dann ist auch noch der Käse vom Sohnemann mitgekommen. Dann ganz standardmäßig ist Brot mitgekommen. Ein paar Bananchen sind mitgekommen. Wer sich jetzt fragt, warum kostet die Bananen eigentlich nie beim Lidl? Ich weiß nicht. Ich finde die Bananen beim Lidl ein bisschen komisch. Außerdem finde ich immer suspekt, in diese Kartons reinzugreifen. Ich habe immer Angst, dass so eine Bananenspinne drin ist, die mich dann beißt und dann sterbe ich. Bisschen bekloppt, ich weiß. Ist aber okay. So, dann habe ich zweimal so kleine Rocher-Dinger mitgebracht für den Adventskalender. Dann habe ich noch diese Nudeln hier gekauft, Tricolore, weil ich die beim Lidl nämlich vergessen habe zu kaufen. Ja, dreifarbig. Fusillis, die soll es halt zu dem Gulasch geben. Und so wie ich es eben auch vergessen habe, habe ich es bei Rewe an der Kasse auch vergessen. Ich bin nämlich ein bisschen schusslig hier die letzten Tage unterwegs gewesen und so auch gestern und habe gestern die Thermoskanne von uns kaputt gemacht und musste deswegen dann jetzt nochmal schnell zum Rewe rein und habe eine neue Thermoskanne gekauft. Genau. Aber das war es dann tatsächlich jetzt auch vom Rewe schon. War wie gesagt nicht viel diesmal, was ich da gekauft habe. Dafür habe ich mehr beim Lidl dieses Mal gekauft. Aber ich räume das ganz kurz weg und dann machen wir weiter. So, Dille, Lidl. Beim Lidl habe ich es mitgebracht. Und zwar einmal Frühlingszwiebeln. Dann habe ich bunte Paprika gekauft. Dann habe ich eine kleine Aubergine gekauft. Dann habe ich Champignons gekauft. Dann habe ich eine Zucchini gekauft. Einen Porree. Zweimal grüne Gurke. Ein paar Himbeeren. Ein paar Blaubeeren. Und einen ganzen Sack Äpfel. Ja, also für die Vitamine ist in den nächsten Tagen auf jeden Fall gesorgt. So, dann habe ich mitgenommen 4-mal Sahne oder Kochsahne, Cremesahne. Was ist denn das eigentlich? Creme zum Kochen. Habe ich 4-mal mitgenommen. Dann habe ich einmal gekochten Schinken mitgenommen. Dann habe ich, das ist ja furchtbar, solche Cabanossi-Stangen mitgenommen. Dann, falls es mal wieder einen Nudelnotfall gibt und wir statt alles andere zu kochen einfach Nudeln mit Tomatensauce essen wollen, habe ich mir
Wie heißt's? Parmesan. Meine Güte. Also manchmal, ne? Ist schlimm. Parmesankäse. Ich stehe total auf Parmesankäse, ne? Also davon gibt es auch nicht genug auf meinen Nudeln. So, dann habe ich einmal Leberkäse gekauft. Geflügel-Leberkäse. Ich finde den gut. Der schmeckt gut. So, dann habe ich hier noch so ein paar Kaminwurzler gekauft. Dann nochmal was für die Kalender. Ich glaube, ich muss jetzt wirklich mal durchziehen, ob ich jetzt endlich genug für die Türchen habe, dass ich alles in Wintereditionen kaufe, hat ja leider nicht funktioniert, weil es irgendwie dann entweder zu wenig davon gab, ist es bei uns nicht gab. Oder, keine Ahnung, ich es einfach nicht gesehen habe. Deswegen fülle ich jetzt einfach auf mit dem, was ich sonst so finde, was gut in die Tütchen oder Päckchen passen würde. Und da sind halt die eine sehr gute Größe. So. Dann ist mitgekommen einmal Studentenfutter. Das kriegt mein Mann immer dann mit, wenn er Brot mitnimmt auf Arbeit. Dann kriegt er mal eine kleine Knabberbox mit Studentenfutter dabei. Genau. So, dann habe ich Thunfisch im eigenen Saft mitgebracht. Der ist gerade im Angebot beim Lidl für 99 Cent. Dann habe ich noch Pickups mitgenommen. Ich finde das Design des Neuen irgendwie sehr reduziert und ich finde auch irgendwie wirkt es so retro und als würde es aus Schweden kommen. Oder? Geht das nur mir so? Ich finde, es sieht aus, als würde es aus Schweden kommen. So Ikea. Oder? Kann auch bei Ikea im Regal liegen. Finde ich jedenfalls. So. Dann habe ich geriebenen Käse mitgenommen. Und zwar gleich 4 Tütchen. Brauche ich halt für den Auflauf, für die Pizza. Außerdem habe ich gerne einen kleinen Vorrat an geriebenen Käse da, deswegen top. Dann habe ich mitgenommen ein Päckchen Butterkäse. Dann sind 2 Päckchen Paprikasalami mitgekommen. Die mache ich auf die Pizza. So, und dann war ich da so halt in der Süßigkeitenabteilung und dann haben mich so Schogetten angesprungen und die gab es tatsächlich in solchen besonderen Winter-Editions. Bis auf 2. Hä? Mir fehlt eine. Moment. Vielleicht finde ich noch die letzte. Ja, okay. Also, ich habe es gab drei Winter-Editions und 2 andere Editions, die ich auch nicht kenne und auch nicht weiß, wie die schmecken. Fangen wir mit den anderen Editions an. Da habe ich einmal die Schoketten Happy Birthday mitgenommen. Und was ich ja sehr lecker finde, ist Schoketten mit Lotuskeksen. Oh, total gut, oder? Also Lotuskekse, kennt ihr die? Mögt ihr die? Ich finde die ja lecker, ne? Ich habe die erst einmal geholt und war sofort verliebt in die Kekse. Also mega gut. So, dann habe ich halt diese Winter Editions gekauft. Und zwar einmal weiße Zimt Crisp. Dann habe ich mitgenommen Zuckerstangenminze. Und dann gab es noch Pumpkin Spice. Ich finde, die sehen auch so hübsch aus, gell? Warte mal. Wenn man die so alle nehmen, dann. Nee, nicht. Wenn man die alle so nebeneinander hält. Ist hübsch, oder? Richtig? Hübsch. Schöne Verpackung. So. Dann habe ich noch einmal gemischtes Hackfleisch mitgenommen. Und dann war, wie gesagt, Gulasch wollte ich ja die Woche kochen, weil ich habe nämlich gesehen, dass beim Lidl gerade Gulasch im Angebot ist. Und zwar 800 Gramm für 8 Euro, glaube ich. Ich glaube, ja. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken. Also ich schreibe euch das unten rein. Habe ich zweimal
Rindergulasch mitgenommen. Genau. Und, oh, endlich, es gab passierte Tomaten. Endlich gab es wieder passierte Tomaten. Ich habe dann gleich 6 Stück mitgenommen auf Vorrat. So, und dann nähern wir uns dem Ende, denn es kam dann tatsächlich nur noch ein Päckchen Milch mit. Eins ist gelogen, 10 Päckchen Milch natürlich. 10 Päckchen Milch haben es nach Hause geschafft. Genau. Ja, das war's. Haben wir geschafft. Bis Donnerstag jedenfalls. Ja, genau. Ich hoffe, euch hat der Einkauf wie immer gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Däumchen nach oben da. Da würde ich mich super drüber freuen. Und auch über Kommentare freue ich mich mega. Und ja, dann sehen wir uns am Donnerstag wieder. Bis dahin. Tschüss.